Herr Schwarzer, 5 Milliarden sind nicht nur für Sie und mich, sondern für jeden anderen eine Menge Geld. Die Deutsche Bank hat eine reife Leistung hingelegt. Die haben einen Verlust von 4 Milliarden im Jahr 2008 in einen Gewinn von 5 Milliarden im Jahr 2009 verwandelt und sind ohne Staatshilfe durch die Finanzkrise gekommen. Beides ist ein sehr, sehr ordentlicher Leistungsausweis. Frage ist aber natürlich, wird das in diesem Jahr in 2010 so weitergehen? Denn der Wind dürfte etwas stürmischer werden. Uns steht möglicherweise eine Regulierung ins Haus und auch möglicherweise eine weitere Abschreibungswelle. Ja, weitere Abschreibungen werden kommen, können aber zeitlich verteilt werden. Die großen Probleme der Abschreibungswelle sind hinter uns. Die Regulierung wird so in dieser starken Form nicht kommen. Was es geben wird, Herr Ackermann hat das hier eben schon gesagt, eine weitere Erhöhung der Eigenkapitalquoten an der Bilanzsumme beziehungsweise eine Reduzierung des Kredithebels. Das ist aber in den Preisen der Aktien schon weitgehend enthalten. Das weiß jeder in der Börse. Was heißt das Ganze dann für Anleger? Die Aktie ist im vergangenen Jahr schon wahnsinnig gut gelaufen, sehr, sehr gut gestiegen. Geht die Rallye da weiter? Die Rallye geht weiter, aber nicht in dem Maß. In den nächsten paar Wochen und Monaten müssen wir uns erstmal auf eine Korrektur an den Börsen gefasst machen. Das Interessante daran ist die Dividende. Die ist zwar von 50 Cent auf 75 erhöht worden. Vor zwei Jahren wurden aber noch 4,50 gezahlt. Das ist also noch ein erhebliches Potenzial nach oben. Und so wie ich die Deutsche Bank einschätze, wird der Ehrgeiz dahin gehen, das in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder auf das alte Niveau zu erhöhen. Also ordentliche Kurssteigerungen in Sicht, ja, aber nicht unbedingt in den nächsten sechs Monaten. Das Papier wird sich keinesfalls in den nächsten 12 Monaten wieder verdoppeln. Herr Telenius, auch Ihnen einen ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Danke.